Erich Lindner lebt in seiner eigenen kleinen Welt. Maßstab 1 zu 12. Denn das Florentiner-Muster verlegt er hier mit Millimeter kleinen Kirschbaum- und Ahornklötzchen. Ich versuche halt, neue Muster rauszufinden, versuchen, die auch zu verlegen. Jeden Boden kann man nicht in den kleinen Format machen. Funktioniert es, geht's gut, dann wird es in der Musterkartei aufgenommen. Wenn es nicht funktioniert, dann fliegt es halt im Abfall. Präzision ist das A und O. Zufrieden ist Erich Lindner erst, wenn das Muster fürs Puppenstubenparkett aufgeht. Na, da wird nichts ausgerechnet, das wird probiert. Also die Sägeeinstellen ist das Wichtigste, was überhaupt bei den Fußboden jetzt maßgebend ist. Die Gradzahl von den Millimeter da. Wenn es nicht stimmt, passt der Boden nicht. Dann habe ich bei zwei Reihen keinen Anschluss mehr. Da ist nichts mehr da. Früher war er mal Installateur und Pförtner in einem Krankenhaus. Dort lernte er seine Frau kennen. Ihr zuliebe ist er seit seiner Pensionierung zum leidenschaftlichen Modellbauer geworden. Das war 2003. Da hat meine Frau den Wunsch geäußert, sie möge die alte Puppenstube wieder haben. Den Wunsch hat er ihr mehr als erfüllt. Aus der Puppenstube ist gleich ein ganzes Puppenhaus geworden. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich als Kind habe ich das immer mir so ein Puppenhaus gewünscht. Und das hat er dann, mein Mann, eben heimlich im Keller gebaut. Seitdem sind die Lindners im Fieber. Basteln und tüfteln, es soll so aussehen wie im richtigen Leben. Das Dach gedeckt mit Frankfurter Pfannen aus echtem Ton. Übers handgeschnitzte Treppenhaus gelangt man in die Räume. Jedes Zimmer ist eine eigene, kleine Welt für sich. Die Böden, die Möbel hat Erich Lindner selbst gemacht. Automatisch wird man da mitgerissen. Und dann habe ich eben auch mit angefangen, mit Vorhängen nähen und Bettenüberzüge zu machen und Decken zu häkeln. Die Flaschen, das sind auch alles aus Echtglas. Die Gläser sind dann mundgeblasene Gläser und Flaschen. Das Bad und die Waschbecken, echtes Porzellan mit Plastik oder so. Das ist nichts für Sammler. Ja, das ist schon eine Leidenschaft. Also, und je mehr man sich drin vertieft, desto mehr macht es auch Spaß. Dass er mit seinen Puppenmöbeln und den Parkettböden mal so erfolgreich sein würde, hätte sich Erich Lindner in seinem Hobbykeller wohl nicht träumen lassen. Die Parkettböden sind inzwischen sein Spezialgebiet. Da ist er europaweit der Einzige. 12 verschiedene, teils komplizierte Verlegemuster beherrscht er inzwischen. Museen, Sammler und Liebhaber bestellen bei ihm. So wie der Parkettboden hier Quadratmeter verrechnet, muss ich das umrechnen auf Quadratzentimeter. Und für den Boden jetzt, dieses Muster, kostet Quadratzentimeter 18 Cent. Der Boden zum Beispiel kriegen wir auf rund 180 Euro. Diese Größenordnung. Also reich. Was mit Sicherheit nicht. Eine echte Herausforderung sind für ihn die kreativen Sonderwünsche mancher Kunden. Ich möge da Schnupftabaksdosen aus Holz. Aber das muss auch was Abnormales sein. Weil ich gesagt, was ist denn für dich abnormal? Dann hat er gesagt, ich traue mir sie ja fast nicht sagen, hat er gesagt, aber ich möge dann Sarg. €15 für einen echten Mahagoni-Sarg. Ein Schnäppchen. €1.000 lässt sich dagegen ein Küchenstudio diesen Nachbau kosten. Mit fließend Wasser und echtem Ceranfeld. Inzwischen ist Erich Lindner besser als mancher Schreiner. Sein Schlüssel zum Erfolg? Das ist immer wieder eine Herausforderung, wo man ganz einfach braucht, um weiterzukommen, um Besseres zu machen, um Schöneres zu machen. Dann probiert man so lang, bis man ein besseres Ergebnis hat. Aber so richtig zufrieden bist du eigentlich nie.
Und deshalb gibt's am Haus der Lindners immer noch was zu verbessern. So richtig fertig wird man wohl nie. Nicht einmal im Maßstab 1:12.